kennt er dich. Ich dachte, der hat mich jetzt. Okay, wir dürfen nicht zu ihm hingehen. Das ist die Erkenntnis des Tages, dass wir nicht zu dem Holzfäller, der uns die ganze Zeit töten will, hingehen. Alles klar. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? Der knurrt mir aber auch recht verführerisch ins Ohr, oder? So, jetzt sieht er uns nicht mehr. Ein Buch? Ein Bild? Eine Geheimtür? Kann ich Schränke verschieben? Weißt du, dass man das wieder so... Warum steht denn der da hinten eigentlich? Hey, eine Schallplatte. Okay, will nicht. Gut, müssen wir jetzt mit dem tanzen? Ich bewege mich hier nicht gerne. Muss ich ja mal sagen. Irgendwas in den Regalen drinnen? Hey, da ist ein Schallplattenspieler. Du bleibst weiter Schnafte oder Knorkel oder wie auch immer. Will er nie anmachen. Will er nicht starten. Hübsches Atrium hier. Ganz hübsch. Gut. Der möchte nicht starten, der Schallplattenspieler. Das möchte nicht aufgehen, okay. Allmählich glaube ich, dass die Möbeljahrstücke hier uns den Dienst verweigern. Hast du ein Problem, wenn ich hier hingehe? Nein. Oh Gott, ich habe schlechte Erinnerungen an diesen Sonntag. Okay. An der Wand wieder so ein Geflinsel. Geflinsel, Geflinsel. Nein. Nein. Ein Zettel. Maya was killed by a madman with a sack on his head. I saw it with my own eyes. With a single stroke of an axe, he cut the poor man's head off. Okay, also der Bürgermeister ist getötet worden von dem da. Also nicht dem Schrank, sondern dem da. Gut. Ja, mehr oder weniger. Also, weiß ich nicht, für wen es gut sein sollte, aber... Okay, verstanden, sagen wir es mal so. Was hat das jetzt gebracht, dass wir da die Schallplatte reingelegt haben? Bis auf Ordnung und Sauberkeit, was sich ja hier auch lohnt. Da ist eine Tür. Wir könnten natürlich versuchen, durch die Tür zu kommen, aber ich weiß, wie langsam der Heinz hier die Tür öffnet. Jetzt wird ja langsam richtig knifflig hier, wa? Also der Anfang war noch so, aha, aha, aha. Wie nah dürfen wir denn überhaupt an den ran? Möchte er eigentlich Bücher lesen? Findet er kein richtiges für sich? Ein Bild von zwei Enten. Recht süß, aber auch recht unnötig. Hüpfen können wir ja nicht. Ich backe. Also kein Kuchen, aber ich backe. Ab wann bemerkt er uns? Können wir zur Tür? Da reißt er die Wände. Gut.
Okay, wir können nicht zu ihnen, beziehungsweise zu der Tür. Okay, aber jetzt weiß ich, dass ich mich hier ein bisschen freizügiger bewegen kann. Ich knabber hier an meiner Lippe rum, das soll ich nicht. Böses Ich. Böses Ich und macht weiter. Ist auch nichts drin in den alten Schinken hier. Okay, da gehen wir nicht rein, da backt es. Das Bild verschieben? Das Bild ist sowieso nicht so hübsch. Ah. Den Play-Knopf nicht gefunden. Wird es jetzt romantisch? Nein. Leider nicht weggehen soll. Ich dachte, es wird jetzt romantisch, okay? Lass ihn mal auf einen zukommen, ist ja egal. So. Wir nehmen das mit, falls wir das irgendwie gebrauchen können. Dann nehmen wir wieder... wo war die Schallplatte? Ich glaube hier. Hier die Schallplatte. Ich glaube, der Typ sieht nicht so viel. Kann das sein? Ich meine, wir stehen genau vor ihm. Beziehungsweise wir laufen hier unseren... Aha. Ein Moonwalker. Daywalker. Gut, er hat dieses komische Flinsenteil bewacht. Aber im Endeffekt, da ich keine Ahnung habe, wo ich es reinsetzen soll, hat mich das jetzt nicht gerade weitergebracht, ne? Laufen echt komische Typen rum. Alles klar, auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal so weit, dass ich keine Ahnung habe, was wir machen müssen. Da backe ich nur fest. Da ist sonst auch... Wir haben beide Platten. Wir haben einen moonwalkenden Holzfäller. Aber im Endeffekt haben wir gar nichts. Fang das Buch! Seine Nähe ist ja in Ordnung. Ich meine, es ist aber schöne Musik, die da spielt. Muss ich wieder irgendwo irgendwelche Schränke verschieben? Irgendwas, womit ich so als normaler Normaltyp nicht rechnen würde. Schrank kann ich nicht verschieben, beziehungsweise den Tisch. Hier auch nicht. Da auch nicht. Nein. Aha. Den stört auf jeden Fall gar nichts. Hier können wir auch nichts. Okay, ich bin ein wenig verwirrt. Nicht das erste Mal in dem Spiel. Nicht das erste Mal. Die Musik ist zu Ende, der ist immer noch voll dabei. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Hm.
Bild oder so können wir nicht wegmachen. Wir müssen irgendwo diese zwei, ja, Medaillons, Platten, wie auch immer, irgendwie irgendwo einfügen. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Würde ich einfach mal sagen, ich bin gleich wieder da. Ich schaue mich jetzt ein bisschen um. Ich hoffe, ich finde es. Und naja, bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und ja, es ist eigentlich genauso einfach wie auch doof. Und ich bin halt nicht der Intelligenteste. Guck mal hier. Da war das gerade ein bisschen angezeigt. Wie wär's mal, wenn wir diese scheiß Bücher hier aus diesem scheiß Regal räumen und setzen dann den Piss hier ein? Ganz ehrlich. So. Mann, da muss man doch auch erstmal drauf kommen. Es geht abwärts. Hey, es geht wieder so weit runter, dass wir unten ankommen, oder was? Alles sehr schön. Stimmt, jetzt ist die alte ja auch nicht mehr da, ne? Können wir jetzt in den Raum mit den ganzen Goldbarren? Ich bin sehr gespannt. So, vorsichtig die Treppe runtergehen. Wir wollen nicht runterpurzeln. Runterpurzeln ist kein schönes. Da ist die Tür. Machen Sie von weit. Ah, Löwe. Nein. Jetzt hier gelandet. Oh, ich mag dieses Ding echt nicht. Was ist jetzt schon wieder? Okay, ich glaube, wir gehen jetzt wieder in die Vergangenheit, Gegenwart, wie auch immer was. Versuchen wir schon wieder unser Feuerzeug anzuzünden. Jetzt eine Pfeife in Feuerzeug anzünden. Was? Jetzt kriegt er das Feuerzeug. Was ist denn das da? Ist das ein Getränkeautomat? Was sind wir denn jetzt hier schon wieder? Hey, wir haben eine Taschenlampe. Was? Ich brauche unbedingt eine Ahnung, was da steht. Okay. Report 1. It took me several hours to get there by helicopter. On arrival, I was shown in my room, which is located right at the station. The conditions there were terrible, to say the least of it. I didn't even have time to get acquainted with my future colleagues. When we all were called to meet in the conference room, they read us some non-disclosure agreements and each of us signed his own copy. After that, we are led to the main platform to inspect the object. No one broke the silence during the demonstration. All we could do was just standing and watching at the phenomenon, which was beyond the comprehension of anyone at this station. Also der Typ ist wohl gerade angekommen, konnte sich nicht mehr bei seinen Kollegen vorstellen. Naja, dann sind die in einen Konferenzraum geladen worden, haben halt unterschrieben, dass sie, ja, Schweigepflicht und sowas, und haben sich dann das Objekt angeguckt, was ich mal vermute, was dieses komische Ding da unten ist. Ist das eine Tür? Ja, aber keine echte Tür. So, und was zur Hölle ist das? Wo zur Hölle bin ich denn hier gelandet, Alter?